Eine Zeitung hat berichtet, dass das Kanzleramt von sich aus sofort klargestellt hat, unter diesem Synonym alles weitreichende Waffen sei Mars 2 genannt. Das ist ein alles nur nicht Taurus, ja. So. Das heißt, da geht die Interpretation schon weiter. Und ich bin jetzt der Meinung, jetzt ein paar Wochen danach, jetzt muss mal ganz deutlich gesagt werden, von was reden wir. Ich bedauere übrigens, dass dieses Waffensystem, es wurde gerade gesagt, das ist nicht kriegsentscheidend, aber es ist sehr wichtig, es wird seit Monaten darum gebeten, dass das quasi ein Synonym geworden ist. Wer setzt sich durch? Wer hat das größte Schäufelchen im Sandkasten? Es geht nicht um den Bundeskanzler, es geht nicht um Frau Strack-Zimmermann. Okay, es geht um ein Waffensystem, was von großer Relevanz ist, was hilft. Und deswegen werde ich diesem CDU-Antrag zustimmen, weil ich möchte, dass das Kind beim Namen genannt wird. Und das ist der Taurus-Marschflugkörper. So, wir gehen Gott, also das ist das Publikum für die Zustimmung zu einem solch kriegstreiberischen Antrag, der den Krieg nach Russland tragen will. Also Taurus an die Ukraine liefern, um wie Röttgen den Krieg nach Russland zu tragen. Ja, dass das Publikum hier klatscht, sagt eigentlich alles aus. Also ich schon. Woher hat man so ein Publikum? Muss man da eine Gesinnungsprüfung ablegen, bevor man da zutreten darf oder was? Der parteipolitischen schwierigen Frage auf die sachliche, Frau Mohammed Ali, Sie sind gegen die Lieferung aller Waffen, aber vor allem auch dieses Taurus. Was haben Sie gegen den Taurus? Nun, es hat ja auch einen Grund, warum der Bundeskanzler da zögert. Also dieses Waffensystem, das haben Sie ja selber gesagt, es wird nicht kriegsentscheidend sein. Das heißt, es wird nicht dazu führen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, weil die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Und hier muss man halt mal auch mal ein Stück wegkommen von der moralischen Perspektive, die ich nachvollziehbar finde. Dass man sagt, eigentlich moralisch sollte die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Ich finde, das ist eine nachvollziehbare Position. Sie ist angegriffen worden von Russland. Militärisch sehen wir aber, sie kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und das sage nicht nur ich, das sagen Militärexperten. Das sagen Militärexperten auf der ganzen Welt. Sogar die Ukraine selber spricht davon, dass es mittlerweile ein Stellungskrieg ist. Die Offensiven haben alle nicht zum Erfolg geführt. Im Gegenteil. Also Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, vielleicht habt ihr seine Vorträge auch gesehen. Also der erzählt eigentlich seit Sommer 2022, dass dieser Krieg noch lange dauern wird. Bisher hatte er damit auch immer recht, weil das eben ein Abnutzungskrieg ist. Er hatte schon damals diese Analyse und er hat schon damals gesagt, dieser Krieg wird lange dauern und wir sollten uns nicht darauf einstellen, dass die Ukraine innerhalb näherer Zukunft siegen wird. Und mittlerweile sagt er auch schon, die ukrainische Sommeroffensive, die ist gescheitert. Also kam ja auch letztens von ihm eine Analyse raus. Also wenn man sich Militärexperten anschaut, und da muss man sich jetzt nicht irgendwelche Militärexperten, die komplett unabhängig von staatlichen Institutionen sind, die keine Ahnung, im Ruhestand sind oder so angucken oder russische Militärexperten, sondern da reicht es sich einfach, das anzugucken, was das offizielle Militär eines neutralen Staates wie Österreich veröffentlicht. Also Österreich ist ja nicht mal komplett neutral. Im Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt es sich ja trotzdem. Aber kleine Analysen, die aus so einem Land kommen, sagen uns schon, das, was uns die Strack-Zimmermanns hier für Wunschträume erzählen, das ist vollkommen unrealistisch. Die Ukraine verliert diesen Krieg eigentlich gerade. Die Situation wird schlechter. Was ist denn die Folge davon? Wir wissen auch, dass auch dieses Waffensystem nicht der Gamechanger sein wird. Aber die Gefahr besteht, dass dadurch nämlich tatsächlich auch spätestens dann, wenn von der Ukraine aus mit deutschen Waffen zum Beispiel nach Russland direkt geschossen werden kann, dass der Krieg weiter eskaliert. Und ich möchte mal daran erinnern. Eskaliert heißt auch, dass die Ukraine weitere zivile Ziele in Russland angreifen wird, ja, um diesen Krieg eben auch weiter zu eskalieren. Also es ist ja bekannt, dass die Ukraine in Donetsk und Belgorod andauernd Wohngebiete beschießt. Also das ist ja nichts Neues. Und wenn dann mit dem deutschen Taurus russische Zivilisten getötet werden, ist die Frage, inwieweit wir das wollen. Wenn Deutschland weiterkommt, ist das Ihre Sorge? Ehrlich gesagt, ja. Mhm. Denn also Russland hat sich dazu ja auch relativ klar geäußert, sozusagen, wenn jetzt mit diesen Waffen unmittelbar die Russland angegriffen wird, dann ist da eine rote Linie überschritten. Und man muss das angegriffen? Man muss das. Weil diese Flugkörper das können, Frau Strack-Zimmermann, das wissen Sie auch. Entschuldigen Sie, es geht um die Ostukraine und die ist nicht russisch, die ist ukrainisch. Darf ich Sie daran erinnern? Und das wirkt hinter der Linie, da wo die Russen stehen. Die Taurus-Flugkörper können auch nach Moskau fliegen. Ja, die können auch in die andere Richtung fliegen. Aber sie können auch nach Moskau fliegen. Die fliegen ja nicht ohne. Oh Gott. Und für diesen dümmlichen Einwand klatscht das Publikum jetzt? Also. Mein Punkt ist der. Sie glauben, die Ukraine würde den Taurus nutzen, um eben nicht nur... Ganz ehrlich, das ist jetzt eine völlig unironische Frage.
Was für eine Auslese wird für das Publikum von solchen Talkshows betrieben? Also muss man, also es kann doch nicht sein, dass das so ideologisch auf einer Linie ist. Also das kann doch nicht, das kann doch kein Zufall sein. Nicht mal auf das besetzte Gebiet, sondern weit in. Ist ja auch, aus ukrainischer Sicht wäre das doch nachvollziehbar. Mhm. Ich meine, ich kann das aus ukrainischer Sicht doch verstehen, dass die natürlich jedes Waffensystem haben wollen, die Kriegsführung. Das ist und doch nachvollziehbar. Aber man darf doch nicht vergessen, das ist einfach die Realität. Ich kann mir die Welt halt nicht wünschen. Ich muss sie schon ein Stück weit nehmen, wie sie ist. Die Realität ist, Russland ist leider die größte Atommacht der Welt. Das ist eine Tatsache. Und wenn wir in eine Situation kommen, dass dieser Krieg weiter eskaliert, wenn die NATO da weiter eingreift, dann haben wir den dritten Weltkrieg. Und das kann doch, muss auch alles in der Welt verhindert werden. Das Misstrauen kann ja auch durch öffentliche Worte begründet werden. Also Roderich Kiesewetter, mit dem Sie immer auf einer Wellenlänge sind, ist von der CDU, hat neulich etwas gesagt, wir spielen das noch mal ein, um zu fragen, ist das die Gefahr, die eben jemand wie Frau Mohammed Ali sieht? Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Tja, sagt es ja. Wollen Sie Wohngebiete? Schulen, Krankenhäuser, also nicht, dass die Ukraine sowas machen würde, nein, nein. Sie den Krieg nach Russland tragen, weil es im Moment vielleicht für die Ukraine keine andere Lösung gibt. Ich finde gibt, die Frau Fragestellung komplett absurd. Na, Kiesewetter und Strack-Zimmermann haben nicht den Verstand verloren, die vertreten die Interessen der Rüstungsindustrie, die vertreten die Interessen des amerikanischen Hegemons. Also die wollen sich als nächste Außenminister dann in einer rot-schwarz-gelben Regierung wahrscheinlich präsentieren. Als Kandidaten, also als Leute, die da noch weiter aufsteigen können. Oder für eine Karriere in diesen ganzen transatlantischen Thinktanks, wo man richtig viel Geld verdienen kann. Oder in den Aufsichtsräten von bestimmten Konzernen. Also ist ja nicht so, dass die, also selbst wenn die Ampel jetzt abgewählt wird, also der Kiesewetter sowieso nicht, dass dann da irgendwer am Hungertuch nagen müsste. Und der Kiesewetter, der hat eben, also der will jetzt als der aggressivste Kriegstreiber auftreten, weil er dann am ersten Ministerposten bekommt. Da hat Russland die Ukraine das zweite Mal innerhalb von 10 Jahren, es jährt sich übrigens gerade die Annexion der Krim, angegriffen, ermordet, vergewaltigt, verschleppt, foltert. Und zwar in einer Brutalität, dass einem nichts mehr einfällt. Die das Ukraine, niemand, Frau. Die, doch ihre. Also, Ukraine-Krieg bis heute, seit 2022, seit Februar, 10.000 zivile Tote. Und wie gesagt, die Ukraine greift auch viele Ziele an, auch die Ukraine begeht grausamste Kriegsverbrechen. So, nehmen wir jetzt irgendeinen beliebigen Krieg zum Vergleich, ob Jemen, ob Syrien, ob Nahost, also im Nahen Osten, mittlerweile über 20.000 zivile Tote innerhalb weniger Monate. Also jetzt zu sagen, Russland ist so, also das, was Russland da macht, ist so viel grausamer als das, was alle anderen Kriegsparteien zu allen Zeiten gemacht haben, das stimmt einfach nicht. Also, das passt einfach nicht zur Realität. Auch wenn man sich vergangene westliche Kriege in anderen Staaten anguckt. Also nehmen wir Afghanistan. Da ist der Westen reingemendet, hat dort ein Netz von Foltergefängnissen eingerichtet und ja, letztlich sind hunderttausende Menschen dabei gestorben. Also das ist doch, ja, das ist doch jetzt nichts eigens Russisches, dass da Kriegsverbrechen begangen werden. Nein. Ja, Saudi-Arabien im Jemen. Ich hatte den Jemen ja gerade kurz angeschnitten. Das kann man vielleicht mal kurz erzählen. Saudi-Arabien hat das Land komplett von der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten, greift dort zivile Ziele, greift vor allem Treibstoffversorgung, Energieinfrastruktur, Nahrungsmittelversorgung an, um die Nahrungsmittelversorgung des Landes zum Zusammenbruch zu bringen. Saudi-Arabien koordiniert nämlich die internationalen Hilfen, die dieses Land erreichen, und versorgt damit Gebiete, die bevorzugt von der Regierungskoalition kontrolliert werden. Das heißt, Gebiete, wo 80% der jemenitischen Bevölkerung leben, die Gebiete, wo die Houthi-Milizen herrschen, die eben diesen extremen Bombardements und der Blockade ausgesetzt sind, da herrscht grassierender Hunger, da sterben hunderttausende Menschen an vermeidbaren Krankheiten, also 400.000 Todesopfer bis heute. Und davon sehr viele Zivilisten.
Ich habe in einer Sendung gesagt, Vergewaltigung gehört halt zum Krieg dazu. Das Schöne ist ja, es wird alles aufgezeichnet. Aber ich komme auf den Punkt zurück. Also Mann, das ist jetzt die Realität. Die Ukraine wehrt sich und sie kämpft selber, ist unvorstellbar tapfer und hat die Unterstützung, und das ist völkerrechtskonform. Wir reden jetzt mal über das Völkerrecht. Die UN ist nämlich auch gegründet worden, damit man eben nicht mehr imperialistisch einfach beim nächsten reinlatscht. Ja. Das ist alles zutreffend, aber es funktioniert ja nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihrer Logik folgen würde, dann müsste man sagen, okay, die Ukraine rollt sich jetzt ein, die Ostukraine ist in der Tonne, ist ja nur so groß wie Portugal, macht ja nichts. Und was passiert dann? Nach Ihrer Logik folgend, warten wir dann darauf, bis Putin wieder nachgerüstet hat, marschiert dann in. Unsinn, es war 2014 beim Minsk-II-Abkommen nicht Russland, dass dieses Abkommen, also dass da Scheinverhandlungen eingegangen ist, um zum nächsten Krieg zu rüsten, sondern der Westen. Der Westen hat damals Russland einen Frieden angeboten, der letztlich eine föderale Struktur der Ukraine und damit letztlich einen de facto Zugriff Russlands auf die ukrainische Außenpolitik vorsah. Und das war für Russland eigentlich insoweit akzeptabel, dass Russland verhindern wollte, dass die Ukraine ein Vorposten der NATO wird. Doch genau dazu ist es dann nicht gekommen. Die Ukraine hat diese föderale Struktur niemals umgesetzt, sondern sich mit Hilfe westlicher Regierungen, westlicher Militärfirmen wie Academy, ehemals Blackwater, weiter hochgerüstet, hat faschistische Milizen an der Grenze zu den Separatistenrepubliken hochgerüstet. Zelensky hat ein paar Tage vor Kriegsbeginn darüber schwadroniert, dass man doch das Budapester Memorandum aussetzen solle, was de facto darauf hinausgelaufen wäre, dass die Ukraine sich Atomwaffen angeschafft hätte. Die USA und Großbritannien und andere westliche Länder zahlreiche Aufrüstungsprogramme für die ukrainische Armee beschlossen, beispielsweise im Januar 2022 noch ein Land-Lease-Programm, das durch den US-Kongress gegangen war. Dann die ukrainische Armee wurde von NATO-Ausbildern ausgebildet. Es befanden sich tausende NATO-Soldaten im Land. Wie gesagt, amerikanische Söldner sowieso. Also es war der Westen, der die Ukraine hochgerüstet hat nach 2014. Und der nach Minsk absolut nicht an einem Frieden mit Russland interessiert war. In den westlichen Teil der Ukraine. Ich darf daran erinnern, dass er angekündigt hat, die komplette Ukraine zu annektieren und dass 80% noch nicht in russischer Hand ist. Nein, hat er nicht. Das ist eine Lüge. Also das denkt Strack-Zimmermann sich hier gerade einfach aus. Zeigt ja, dass das Wehren sich wirkt. So, und dann haben wir die Westukraine. Sprechen Sie mal mit den Kollegen Sicherheitskonferenz über Moldau oder Georgien. Sprechen Sie mit den Balten, mit Polen, mit den Finnen. Das sind doch nicht alles Leute. Ich muss es trotzdem jetzt einmal präzisieren. Das heißt, ist das ein Plädoyer dafür, dass eben die Ukraine auch mit solchen Waffen das Recht haben sollen, anzugreifen auf russischem Gebiet? Das war die Frage, Frau Strack-Zimmermann. Also, die Russen sind in der Ostukraine. Dort läuft der Nachschub. Ja. Und es geht darum, ich habe überhaupt keine Lust, Herrn Kiesewetter zu interpretieren. Ich sage Ihnen, was ich der Meinung bin. Erstens, die Ukraine hat in den 2 Jahren mit allem, was sie bekommen hat, von vielen Ländern, sich immer korrekt daran gehalten. Es ist ein tiefes Misstrauen. Das Pentagon hat bei 59... Also wirklich, ich muss Sie hier wirklich bei fast jedem Satz, den Sie tätigt, unterbrechen. Also das Pentagon weiß bei 59% der Waffen nicht mehr, wo diese hingekommen sind. Also 59% der Waffen, die die USA an die Ukraine geliefert haben, sind unauffindbar. Darunter modernste Waffensysteme wie Javelin-Raketen. Also die treiben jetzt irgendwo auf der Welt auf dem Schwarzmarkt ihr Unwesen. Könnten dann in irgendwelchen anderen Konfliktregionen dann irgendwo mal wieder Bürgerkrieges auftauchen. Es ist einfach Unsinn zu sagen, die Ukraine ist mit diesen Waffen vernünftig umgegangen. Die Ukraine war schon vor diesem Krieg eines der korruptesten Länder Europas. Und wenn man auf so ein korruptes System Milliarden Euro draufwirft und modernste Waffensysteme und diese Clique um Zelensky, die nicht minder korrupt ist als die anderen Oligarchenregime, die da vorher an der Macht waren, sich hemmungslos selbst bereichern kann, dann tut sie das eben auch. Also Zelensky ist ja nicht ohne Grund auf den Panama Papers aufgetaucht. Der Sponsor von Zelenskys Wahlkampf, Igor Kolomoisky, hat in seinem Konzern Burisma ja nicht umsonst zahlreiche abgehalfterte US-Politiker ein- und ausgehen sehen. Also beispielsweise auch Hunter Biden. Ist eine andere Geschichte, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber Korruption, verquickt mit westlichen Institutionen und gerade mit US-Regierungsinstitutionen, ist in der Ukraine seit 2014 Normalität. Wenn man ihr unterstellt, dass sie Moskau bombardieren will. Sorry. Nicht. Das wollte ich nur wissen, ob das so